Weiter geht es mit Übungen des Erwerbstrainings unter dem Grundsatz Aufmerksamkeitslenkung und Kontrolle. Hierbei geht es darum, dass ein Spieler die zu trainierende Technik anwenden soll, du als Trainer aber direkt vorgibst, worauf der Spieler achten soll. Also die Aufmerksamkeit des Spielers, in der Regel im Moment der Ballberührung, ist gelenkt von dir als Trainer auf einen ganz bestimmten Aspekt. So könntest du zum Beispiel beim unteren Zuspiel, also beim Baggern, den Spieler mal fragen, wo, an welcher Stelle des Armes hast du den Ball denn gespielt? Und du wirst feststellen, dass die Spieler am Anfang, Anfänger, die das noch nicht gewohnt sind, dieses Spielchen, die Anfänger können das gar nicht beantworten, die wissen das gar nicht. Mit welchen Fingern hast du den Ball gepritscht? Welche Finger waren am Ball? Oder wenn du den Ball hochwirfst zum Aufschlag, wo hast du den Ball getroffen? In der Mitte, weiter nach oben, weiter nach links, weiter nach rechts? Mit welchem Teil der Hand hast du den Ball getroffen? Mit welchen Fingern? Mit dem Handballen, mit der Handfläche, mit den Fingern alleine? War der Daumen noch mit am Ball und so weiter? Also diese Fragen stellst du deinen Spielern. Und wenn du diese Aufgabe vorher formulierst, dann führen sie danach eben die entsprechende Zieltechnik aus und müssen dann eine Rückmeldung geben, entsprechend der Fragestellung, also ob sie den Ball dort getroffen haben oder dort. Und die Kontrolle, die hier in der Überschrift gefordert wird, ist dann die Kontrolle, die du als Trainer durchführen musst. Du musst also quasi hören, was der Spieler sagt und musst dann gesehen haben vorher, wie hat das ausgeführt, stimmt das, was der Spieler sagt, mit dem, was tatsächlich gewesen ist, überein? Das ist die Kontrolle. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann musst du es korrigieren. Und insbesondere bei allem, was hier ausgeführt wird, musst du immer wieder auf die Knotenpunkte achten. Du kommst nicht umhin, als Trainer im Erwerbstraining an allen Ecken und Enden die Ausführungsqualität zu kontrollieren und zu korrigieren und zu verbessern und dann auch immer wieder zu motivieren, es nochmal zu versuchen und nochmal besser zu machen. Und gerade bei Übungen unter der Aufmerksamkeitslenkung und Kontrolle, die Aufmerksamkeit des Spielers ist ja durch die Vorgabe des Trainers auf irgendetwas anders gerückt. Und da passiert es sehr leicht, dass er den einen oder anderen Knotenpunkt vergisst und dementsprechend nicht umsetzt. Auch da musst du also dann ganz speziell als Trainer eingreifen und darauf hinweisen. Und dann wirst du hier wieder mehr Qualität erzeugen im Techniktraining.